ja. Alter! Ja, ja, ich weiß, ich werde angegriffen. Ich glaube, ich gebe ihn erstmal frei. So. Fischkopf. So. Das hier mal zumachen. Und dann können wir hier weiterarbeiten. So, dann möchte ich, dass du das hier zumachst. Dann möchte ich gerade mal... Diese Dinge kann ich jetzt so nicht abbauen. Gut. Hier kommt eine Fackel hin. Hier kommt eine Fackel hin. Das finde ich so toll, dass die dann sich nicht zurückziehen müssen. Freigeben. Na komm, den schaffst du noch. So. Ja, gute Frage. Hören wir auf mit ihm? Nein. Wir machen das hier mit ihm weiter. Und schicken den aber, wenn wir dann fertig sind, schicken wir ihn dann zum Schlafen. So. Da geben wir ihn jetzt schon frei und schicken ihn schlafen. Und hier machen wir mal so ein paar von den Sachen weg. Ja, ich weiß, dass der Zwerg niedrige Gesundheit hat. Aber er schläft ja schon. Sonst den restlichen geht's eigentlich ganz gut. Da muss man sich keine Sorgen machen. Mhm. Ah, da wurde auch gerade noch eine Statue fertig gebastelt. Da werden Kuchen hochgebracht, das ist auch nett. Fische werden auch geangelt, hier oben, das läuft. Na, es läuft doch. Wo haben wir mal einen Zwerg, den ich mir schnappen könnte? Ja, ja, genau, Fischhandtopf. Zwerg auswählen. Teuern. So, dann kommst du mal hier runter. Und wir arbeiten mal ein bisschen zusammen. Hier wird was eingesetzt. So. Halt, warum ist hier hinten keine Fackel? Das geht aber nicht. So. Und dann möchte ich, dass du das hier kaputt machst. Und hier mal Steine setzt. So. Nein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. So. Warum ich den Sand kaputt mache, kann ich euch sagen. Das rutscht sonst nach unten runter, wenn ich da was baue. Und das möchte ich natürlich nicht. So, das hier mal zumachen. Dann das hier. Den hier sowieso. Oh, geht nicht. So, jetzt aber. Und jetzt kommt hier auch das hin. Und das. So, hier drüben ist Ameisenhaufen. Der kann da auch bleiben. Ja, die beschweren sich nur über den Fischeintopf. Unglaublich mit denen. Ich werde angegriffen. Mir doch egal. So. Das Tolle ist ja, während ich hier diesen Typi steuere, arbeiten die anderen wenigstens dann ein bisschen an was auch immer weiter. Und, Buch des Kriegers. Sehr schön. Ach. So. Ja, funktioniert. Wo kämpfen die denn? Nur zur Sicherheit. Ach, das geht. Nein, ich möchte ihn wieder steuern. Lasse ich den erstmal noch ein bisschen graben. Hier unten gibt es Gold. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt hier wirklich so in dieser Zweier-Konstellation weitermachen will, weil normalerweise hier in den härteren Schichten mache ich es dann so, dass ich da dann einfach nur noch hingrabe, wo ich eigentlich hin muss. Und diesen Typ kann man ja da graben lassen. Der gräbt ja auch die Rohstoffe aus, wenn da welche sind. Ich glaube, wir machen das jetzt hier einfach mal noch bis zum Ende durch. Und dann ist aber gut. Wir sind in Bergarbeiter gestiegen.
schade finde ich, dass wenn man hier was mit einem Zwerg direkt abbaut, dass man das nicht umwandeln kann. Mal ganz kurz. Ja, du, guck mal, ich nehme gerade auf. Willst du Hallo sagen? Hallo. So, mein Sohn sagt Hallo. Können wir uns darüber nachher unterhalten? Okay, hab dich lieb. So. Ach, Kinder sind was Tolles. Vor allen Dingen gute Kinder. So wie mein Sohn. Aber ich glaube, das sagt jeder Vater zu seinem Kind. Deswegen. Ach, das ist ein Magier. Hier müssten wir dann auch mal. Sag mal, wird das hier noch was? Der rennt nur weg, ne? Naja. So, wie läuft's denn jetzt hier oben allgemein? Ich glaube, die haben jetzt die Statuen langsam mal angeschleppt. Sag mal, hat das denn jetzt? Oh Mann. Hat er Glück gehabt, dass da jetzt der Käfer da anfangen will zu graben. Also die Magier sind von der allgemeinen Kampfkraft gar nicht so stark, ja, aber die haben später richtig tolle Fähigkeiten. Und deswegen finde ich Magier eigentlich voll cool. Eigentlich. So, das hier mal und das hier mal. Ja, bitte. Da auch noch die Lichtgefährung. Bitte was? Die Wichtelbeschwörung habe ich noch nicht. Nein, da arbeite ich gerade drauf hin. Guck mal, die Wichtelbeschwörung. Wir können mal gucken, ob wir jetzt vielleicht noch ein paar Apfelkuchen machen können. Wir brauchen erstmal Mehl. Und für Mehl braucht man Körner, hat man gesagt. Und für Körner braucht man Weizen. Da machen wir doch jetzt mal gerade hier noch 16 Weizen zu Körnern. Und machen die mal hier so hin. So. Es wäre natürlich einfach gewesen, dass. Ach. Na gut, 5 Mehl wird uns da nicht weit bringen. Wird es leider nicht. Aber gut, wir warten einfach mal. Oder pflanzt doch mehr Reizen ein. So, wir könnten das hier mal noch wegmachen. Weil hier unten wollen wir ja auch nicht mehr so in diese Zweier-Dingens. Es geht mir nur darum, dass wir hier an die Eisenerz kommen, an die Kohle. Da kommen wir dann sowieso nicht mehr dran. Doch, kommen wir. Eisenerz. Ja? Du kriegst bald einen neuen Mensch. Ja, ich krieg hier bald einen neuen Zwerg, ja. Da freue ich mich allerdings auch sehr drauf, ja. Ich auch. Du auch? Mal gucken, was er dir dann mitbringt. Ja, mal gucken, was das dann für ein Beruf ist, ja. So. Und was er mir mit. Ja, genau, was er mir. Buch. Und welches das Buch? Buch des Jägers. Nein, Müller ist das doch. Orange ist Müller mit der Mühle drauf. Ich habe die Mühle gesehen. Na, also ich habe die Mühle gesehen. Ach, von weit her. Ja. Ich habe die auch schon von weitem gesehen. Aber gut. Der Papa spielt das Spiel ja auch viel zu sehr und zu häufig. Eisenerz hinten, Eisenerz. Kohle hinten, Kohle hinten, Kohle ersetzen. Hier machen wir sie einfach nur so raus, die Eisenerzbrocken. Warum wird das hier nicht mehr? Ja, da liegt Geld rum, ja. Ich bräuchte mal langsam die Wichtelbeschwörung. Cool. Ja, da war ein Geist. Ach ja, ihr seht, ein super Fan habe ich hier neben mir, der mir alles genau erklärt. In Wirklichkeit zeige ich euch nur immer seine Tipps und in Wirklichkeit macht er das hier alles. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Da haben wir noch was, das weg muss. Da hinten, da graben sich 2 von den Dingens durch, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Hier oben hätte ich gerne, dass das hier zugemacht wird. Oh, da ist auch noch einer.
Ja, ich glaube, das ist der gleiche, den wir unten gesehen haben. Da oben gackert was. Da sind Wildschweine. Und Hühner. Ach. Und jetzt kommen hier auch noch irgendwelche. Die habe ich gar nicht mitbekommen, dass die hier auch schon wieder rumfleuchen und kreuchen. Geh du mal schlafen. Der hätte eben auch gekonnt. Schlafen gehen. Schlafen. Schlafen. Schlafen gehen. Dann angreifen. Lass dich noch ein bisschen verkloppen und geh dann schlafen. So, jetzt gehst du bitte schlafen. Schlafen gehen. Graben. Schlafen. Ja, ich denke, der Rest ist gut so. Ich werde angegriffen, ich weiß. Doch, stand da. Das sind die Gargüls, die könnte man anbringen. Bringen die eigentlich irgendwie auch Komfort? Ne, die sehen einfach nur dekorativ aus. Wie schaut's hier aus? Genau. Einmal das und zweimal das hier. Das ist die Kriegerstatue. Die hält sehr schön aus. Ja. Nein, da geht's nicht hin. Machen wir hier so eine Statuenfront auf. Wie sieht's denn hier aus? Sind hier denn überall schon... Ich hätte es jetzt gerne mal, dass wir dann nur Wälder wachsen lassen. Das wäre bestimmt auch mal lustig. Die ganzen Bären zwischendrin machen wir weg. Aber im letzten Land da jetzt nicht mehr so. Wahrscheinlich nicht. Ach, kommt, da greift sie doch einfach mal an. Mach doch einfach den Landschaft. Der Bogenschütze hat jetzt hier erstmal das Problem mit diesem sehr lebhaften... Ah, hat sich schon erledigt. So. Die hier noch weg. Und das hier weg. Das wäre bestimmt lustig, wenn das hier alles mal Bäume werden. Oh, wir können Weizen abbauen. Oh. Ich habe dein O jetzt irgendwie falsch interpretiert, Kind. Oh, weia. Das hier kann mal weg. Das hier kann mal weg. Das da kann weg. Die kämpfen hier gegen das Lager. Die zerstören das, damit der nicht wieder neu aufgebaut wird, das Lager. Und, da kommen aber dann auch immer irgendwelche schönen Sachen raus. Da hinten hat gerade ein Schweindel gequiekt. Ach. Dein Huhn. Das war ein Huhn. Dazu sollte man sagen, ich höre den Sound über das, über Ohrstöpsel, über Ohr, wie nennt sich's? Headset. Aber mein Sohn, der muss das alles hier sehen. Deswegen kommentiert er dann die ganzen Geräusche nochmal nach. Also, nicht wundern. Ein Schaf. Ich wollte gerade sich das ablegen. So. Okay, dann könnten wir hier wieder ein Ding hinmachen und das hier. Bin ich mal gespannt. Ob die jemals da hinten die ganzen Sachen einsammeln. Wir haben hier nochmal ganz viel. Oh, essenstechnisch. Da müssen wir noch nachbessern. Was haben wir denn? Wir haben einen Topf. Und wir haben viele Kuchen. Ein Topf und Kuchen. Auch eine interessante Mischung, sage ich jetzt mal. Da wir von dem Fischeintopf mehr haben, stellen wir davon auch mehr hin. Ich habe aber das Gefühl, dass von dem Fischeintopf immer sowieso mehr übrig bleibt. Die essen, glaube ich, lieber die anderen Sachen. Bei so einem richtig guter Fischeintopf, der kann doch nur gut sein. Ja, dann ess doch was anderes. Kalena. So.
Wie weit sind wir jetzt? Wo? Das hier wollte ich ja eigentlich mal noch unbedingt machen. Nägel haben wir einen. So, Nägel wollten wir noch machen. Das wäre jetzt toll, wenn wir jetzt endlich mal hier so ein bisschen Farmzaun hinkriegen würden. Dann könnten wir nämlich... Okay. Wir haben 6 Farmzäune. Hatte ich die schon hergestellt? Ja. Denke ich auch. So. Ja, das ist, wenn man mitten in der Nacht spielt. Ja. Genau. Also dazu sollte man sagen, mein Sohn kann auch nicht lesen. Ich finde es total faszinierend, dass er das so auswendig kann. Vielleicht auch ein bisschen erschreckend, ja, aber finde ich total faszinierend. Aber du hast dir einfach das Buch geschnappt. Ich habe mir einfach das Buch geschnappt, ja. Das Tolle ist, bei Büchern, die da so runterfallen, kann man das auch einfach so machen. Bei Büchern, die man kauft, die müssen eingesammelt werden. Und das ist immer ein bisschen das Problem, ne? Ja. So, und wir machen hier noch 3 Farmzäune mehr, damit die Farm auch größer wird. Und jemand hat Geißel eingesammelt. So, und jetzt müssen wir auch mal gucken. Okay, wir warten vielleicht, bis dieser Angriff durch ist. Und vor allen Dingen will ich als allererstes mal... Ich überlege gerade, ob wir vielleicht sogar nur Schafe erstmal oder erstmal nur ein Schaf fangen.